Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Heute bespreche ich wieder einen Klassiker der Literaturgeschichte auf meine hoffentlich kurzweilige Art. Heute geht es um Romeo und Julia von William Shakespeare. Das ist das bekannteste Liebesdrama der Welt und erschien Ende des 16. Jahrhunderts. Zusammenfassung: Romeo und Julia sind die einzigen Kinder zweier verfeindeten Familien in Verona im 16. Jahrhundert. Prinz Escalus, der Oberschiedsrichter von Verona, hat allmählich die Schnauze voll von dem Streit und will endlich Ruhe. Doch da verlieben sich die beiden ineinander. Julia soll aber Paris heiraten, einen Verwandten des Prinzen. Wunderbar, eine tolle Partie, dieser Schwiegersohn, sagen Julias Eltern. Julia tut so, als ob sie Paris heiraten will, geht aber mit Romeo ins Bett und kann in der ersten Nacht gar nicht genug kriegen. Sie sagt den berühmten Satz, na, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Auf Deutsch, bleib noch bei mir, die Nacht ist noch nicht um, denn die Lerche gilt als Ankünderin des Morgens. Nun geht es Schlag auf Schlag. Nach einem tödlichen Zweikampf soll Romeo verbannt werden. Um der Hochzeit mit Paris zu entgehen, nimmt Julia ein starkes Schlafmittel und stellt sich tot. Romeo jedoch wird zugetragen, dass Julia wirklich tot sei. Erst bringt er Paris um, so viel Zeit muss sein, dann sich selbst, genau neben Julias Tiefschlafphase. Als die erwacht und den toten Romeo sieht, sticht sie sich dessen Dolch ins Herz. Mit Handy und SMS wäre das nicht passiert. Durch Julias Abschiedsbrief erfahren alle von der heimlichen Liebe und die Familien versöhnen sich mit freundlicher Unterstützung des Prinzen. Bedeutung: Es ist der Klassiker aller Liebesdramen. Die Zutaten, heimliche Liebe, verfeindete Eltern, Missverständnisse und Nebenbuhler finden wir so oder ähnlich in vielen Liebesgeschichten. Das Buch lebt natürlich auch von der schönen, teilweise blumigen Sprache Shakespeares. Muss man das lesen? Eigentlich ja. Aber es gibt immer wieder auch sehr gute Theaterinszenierungen und Filme, so zum Beispiel 1996 mit Leonardo DiCaprio. Die Szene, in der sich Julia Romeos Dolch ins Herz stößt, ist natürlich der große Augenblick für das Taschentuch. Soweit für heute der Klassiker der Literaturgeschichte. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund und ciao!